Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Land 1. Wir haben das letzte Mal das Let's Play begonnen und ein paar Level geschafft, auch ordentlich gefailt. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Okay, da geht's nicht hoch. Mal schauen, was uns in diesem Part erwartet. Das hätte ich gern. Wow, das war knapp. Ich hätte schon fast wieder hingegriffen wie an so einem Frauenhintern. Aber an Frauenhintern greift man auch nicht hin, sonst hat man eine Klatsche. Danke, das kann ich rausschneiden, weil natürlich wieder so ein behindertes Mistvieh auf dem Monitor gelandet ist. Und natürlich irgendwo ihr wisst schon, jedenfalls hat sich im Hintergrund was geöffnet, was ich nicht will, dass man es sieht. Und ja, toll, darf ich die Scheiße rausschneiden? Ich hasse dich auch, du Mistvieh. Hoffentlich passiert das nicht öfter. Noch dazu kommt, wenn mein PC so random abstürzt, weil in den letzten Tagen macht das irgendwie wieder die ganze Zeit und das ist scheiße. Deswegen mache ich auch aktuell so viele Spiele, wo ich immer gut zwischensafen kann. Ich meine, gut, Tales of Arise jetzt nicht mehr so sehr, also das Let's Play ist schon beendet, sonst würde ich nicht das hier machen, beziehungsweise Powerblade, aber Powerblade ist auch schon beendet, weil das hatte ja nur 4 Parts. Okay, da geht's auch weiter. Was ist dann da oben? Ah! Aha! Aha! Man merkt direkt, dass sie im Vergleich zum ersten und zum zweiten Teil da eine ordentliche Schippe draufgelegt haben. Donkey Kong Land. Weil das hier ist jetzt grafisch und so weiter nicht so der Mega-Hammer. Natürlich bist du... Nein, ich war zu weit oben und habe deswegen den Sprung verkackt und ich starte wieder hier. Hey! Keine Ahnung, wie sich Koldi da angestellt hat, aber wahrscheinlich besser als ich. Nein, nicht wieder hingreifen. Merkt ihr, Wolf, zu einem Frauenhintern greift man auch nicht einfach so zu, sonst... Naja. Wobei, wenn ich eine Freundin hätte, dann dürfte ich schon an ihr rumfummeln. Nur nicht in der Öffentlichkeit, weil das wäre dann doch zu viel des Guten. Aber so privat, in meinem Schlafzimmer oder so... Da kann sie nichts dagegen sagen, wenn mal der Wolf hingreift, wo er gern mal hingreifen möchte. Aber ich habe ja keine Freundin, ich kann das nicht beurteilen. Hust, hust. Ich bin immer noch ein armer Knecht, den niemand mag. Ich arme Sau, werde einsam sterben, allein. Hoffentlich nicht, aber naja, da kann ich nichts dagegen unternehmen. So, kann ich dann nochmal? Oh nein! Oh, ich kann auch auf die Art und Weise da rein. Nochmal Münzen sammeln, warum auch immer. Zum Safen, glaube ich. So. Ah, ich Depp! Ich dämlicher... Nein! Hansel! Ja, Hansel, der Rivale von Finals Crystal LP. Warum scheitere ich an der Stelle immer? Das ist doch nicht so übel. Ich will die Bananas. Bananas! Du bist ein Affe! Schnapp dir die Bananen! Danke! Ah! Aber ne! Ich habe nach rechts gegriffen. Man hat es gesehen. Ich habe sogar das N eingesammelt. Also. Hör auf zu lügen, Spiel. So, einmal. Ah! Ja, renn dem Klapptrap hinterher. Es ist übrigens immer noch so warm. Ich schwitze wie eine Sau. Das interessiert natürlich alle brennend, wie sehr der Wolf sich hier abschwitzt. So, jetzt wollte ich keine Münze mehr, ist mir egal. So. Vielleicht ganz schnell. Warum geht das nicht?
Steuerung ist ihr letzter Rotzmist. Wow. Hätte ich niemals erwartet. Das ist ein Super Nintendo-Teil, dass ein Gameboy-Teil von einem Super Nintendo-Spiel so kack Steuerung hat. Ah, boah! Da kam wieder der Hintern, den Wolf niemals anfassen darf. Also der Frauenhintern, den Wolf niemals anfassen darf. Obwohl ich noch nie einen Hintern so schlängeln gesehen habe. Wobei man generell schlängelnde Hintern außer Acht lassen sollte. Ja, hör auf zu spawnen. Also spawn schneller, meine ich. So, eingesackelt. Noch irgendwas? Nö. Einfach durchrennen. So, und jetzt mit Schwung. Vielleicht muss ich immer wieder nach unten klettern. Du Drecksmie. Mie? Drecksmie. Drecksvieh. Oh! Gott! Das ist ja der oberletzte Dreck. Warum komme ich da nicht durch? Oh, ich muss mal Koldi gucken, wie es ging. Nee, werde ich natürlich nicht. Koldis Let's Play werde ich mir so richtig angucken, wenn ich mit dem Spiel hier fertig bin. Weil das war auch der Grund, warum ich es... Ah! Sein Let's Play nicht direkt da verfolgt habe, sondern nur so mehr von Hören und so. Bums! Vielleicht kletter ich ganz nach oben. Ja, vielleicht, wenn ich hoch genug bin, Vielleicht, wenn ich hoch genug bin, spawnen die nicht mehr wieder. Versuche ich es mal auf die Methode. Werde ich mal versuchen, bei der einen Liane da gleich ganz nach oben zu klettern. Die da. Komm her, Futzel. Ja. Hoch. Gut. Warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Nee, ich muss erst... Ich sehe gerade, ich bin auf dem letzten Leben. Was ist denn das für ein Dreck, den ich da verzapft habe? Ja, aber das ist mal ein Blind-Let's Play. Wäre es nicht blind, dann hätte ich gewusst, dass ich das so machen kann. Komm, ich stehe kurz vorm Leben. Jetzt nicht knausrig sein Spiel. Okay, da komme ich nach links oben. Da geht's nach oben. Da ist gar nichts. Okay. Ah, wow, das wäre fast wieder... Nee, ich gehe nach links. Wäre fast wieder so eine Todesfalle gewesen. Ganz langsam voran. Ah, hier komme ich... Ah, bringt mir natürlich nichts mehr, weil ich auf null Leben bin. Aber eventuell habe ich ein neues Leben und einen Haufen Münzen zum Safe eventuell. Und ich kann hier rein und nach unten fallen. So, jetzt... Warten. Ducken. Oh, Skill. Ah. Auch der Wolf hat mal Skill. Ja, alle Buchstaben. Ja, Double Power. Und hoch. Schnell. Geht sich nicht aus. Fuck you. Zack. Ich sehe nichts. Ende im Gelände. Nein, ich hätte weitergehen sollen. Nein! Egal, nee. Ja, safe, auf jeden Fall. Wann weiß ich eigentlich, dass ich das Spiel speichern kann? Jetzt bin ich da. Ah, hätte ich den anderen Weg da unten freigesprengt, würde ich dann nach unten hingehen. Ah. Das heißt, das eine Level muss ich normal machen, wenn ich 100% machen wollen würde. Will ich aber nicht, das ist mir fuck egal. Die auch noch, jede Banane zählt. Naughty! Verpiss dich. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht, aber egal. Kill ich euch eben alle. Oh nee. Du nicht. Hau ab. Widerling. Ich hasse dich schon im Super Nintendo Teil. Bananas in Pyjamas. So, komm her. Bums. Ja, Bananas neben Pyjamas.
N, hätte ich gern, danke. Und, wow, zu, das wird zu viel Schwung. Mit G vor allem. Ist ja auch mit G. Nein, das will ich. Ja, damit. Hm. Nein, da oben ist wieder so ein Scheiße-Schmeißer. Okay, irgendwie scheint der easy zu sein. Ich hab mich gerollt, ganz im Ernst. Also Rad geschlagen. Ja, toll, jetzt bin ich auf null Leben. Zack, zack. Bums, dann eben so. Ich will das haben. Nö, sag mir nicht. Hm. Oh, das hätte ich auch ganz gern. Oh, da komme ich hoch. Aha, gecheatet. Eigentlich nicht, aber... Oh, das hätte ich auch ganz gern. Ja, ein Leben! Ah! Bonus! Achso, das Ding schießt Münzen. Ah! Nein, ich bin rausgegangen, ich Depp! Kann ich da nochmal rein? Das wird zwar gecheatet, aber... Es geht tatsächlich. Wow, was für eine Cheaterei. Hallo? Hm. Geht das jedes Mal? Nochmal? Oh. Achso, ich muss meine Münzen opfern dafür. Das ist jetzt natürlich doof. Na, egal. Hier nicht. Doch hier. Rein da. Ah, sowas gibt's ja auch. Warum gibt's sowas nicht im Super Nintendo Teil? Ah, da oben ist bestimmt was. Da komme ich ja jetzt nicht mehr hoch, verdammt. Aber jetzt habe ich tonnenweise Leben, aber keine Münzen mehr zum Speichern. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Wow, suboptimal. Geh, jawohl. Ja, ich hätte oben landen sollen, verdammt. Na egal. Danke, ja, geil. Jetzt brauche ich nur ein paar Münzen zum Safe und alles ist cool. Oh, Safe. Oder ich brauche keine Münzen zum Safen. Was weiß ich, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder tonnenweise Leben. Eislevel ist kacke. Ne, eigentlich habe ich nichts gegen Eislevel. Bis auf... Oh. Danke. Da links. Yeah. Schon wieder? Nein. Egal. Wow, was zum Henker, da habe ich gar nicht hingedrückt. Die Steuerung ist leider das größte Manko an dem Spiel. Aber so ein richtiges. Nein, nein! Boah, ich hab zu früh gedrückt, glaube ich. Nein! Scheißdreck. Okay. Dieses Bonusspiel da ist ja overpowered. Ah, shit. Na egal. Da seht ihr es? Ich drück gar nicht wirklich und der geht ab wie eine Rakete. Naughty! Okay, jetzt aufpassen. Okay, lieber 300 Jahre Zeit lassen. Vielleicht sollte ich das N scheißen. Einmal, zweimal. Danke. Wenn ich mich beeile, kriege ich ein Leben. Naughty. Okay. Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Und ihr auch nicht. Ja. Er braucht 3 Tage, bis er erscheint.
Danke. Shit. So, was kann ich eigentlich? Das Problem an der ganzen Sache ist... Moment. Jetzt. Dass der grafisch irgendwie nicht ganz ins Fass passt. Das ist ein geiles Fass. Okay, da ist eins. Njum. Gut. Und das Fass dreht sich weiter. Holy shit. Einige Sachen sind im Vergleich zum Super Nintendo Teil anders. Oder zum... auch zu den anderen Teilen. Okay. Nee. Ja. Gut. Nee, ich brauche Schwung. Ein G. Ich habe... Ah, die KG. Hau ab. Unfairer Drecksack. Oh, Bananas. Jawohl. Bums. Wieder Schiff. Was ist das? Ein Rochen? Ist das ein Boss? Haha, ich renne in den Stachelrochen rein. Was macht der? Kann ich den auch so geben? Nee, kann ich nicht. Okay, immer nur drauf springen. Kann sein, dass das Vieh immer schneller wird. Und immer wieder neu spawnt. Bam! Wow! Hey, ich bin auf dir drauf gelandet. Auf zu lügen. Ey. Ja, ich bin wahrscheinlich auf dem Holzbalken gelandet. Gut, nochmal. Der erste ist ja easy. Habe ich jetzt automatisch einen Kong? Nee, oder? Wahrscheinlich darf ich jetzt immer nur mit Didi kämpfen. Das ist doof. So, zweimal. Und dreimal. Nee, Donkey ist auch da. Gut, gut, gut. Ah! Komm doch her, du! Ja. Hallo. Hier bin ich. Gut, weggefetzt. Gibt noch eine Ehrenrunde hier. Wollen wir uns mal nicht lumpen lassen. Ja, Bananen. Und das war's. Ah, hier dieses Azteken-Dings da. Kruscha heißt der, glaube ich. Genau. Ja. Naughty. Eigentlich merke ich mir von keinem Gegner die Namen. Aber hier irgendwie schon, weil... wenn man bedenkt, dass ich von Super Mario... über Jahre hinweg... also eigentlich... Wow! Das war knapp. Eigentlich nur zu dem Zeitpunkt... bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Let's Plays kennengelernt habe... wusste ich nicht einen einzigen Gegnernamen aus Super Mario. Obwohl ich es etliche Jahre zuvor schon gespielt habe. Zigtausend Mal. Nee, diese Koopas. Nein! Fuck you. Hier Koopas, Goombas und was weiß ich, wie die ganzen Viecher alle heißen. Die haben wir früher nie so benannt. Das waren immer nur Schildkröten, beziehungsweise für uns Schildkröten. Und Geschwister, also Geschwistra. Warum wir es so genannt haben, keine Ahnung. Also es war eigentlich offensichtlich, weil Schildkröte ist gleich Schildkröte und Geschwister, weil die eben zu zweit kamen. Oh, wow, ich brauche da Schwung. Achso, ich kann den Reifen ja drehen. Stimmt ja. Ich dachte, er steckt irgendwie fest. Weg damit. Und jetzt mit Schmackes! Haha, mit Schmackes in den Gegner rein. Ja, 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 ja. Gut. Hallo, Schlüpfer, Schlüpfer. Da unten ist was. Ich bin nicht blind. Oh, Rambi, hallo. Will ich schon mitnehmen.
Haut ab! Das will ich auch. Und das. Alles meins. Alles meine Bananas hier. Ja, genau. Einfach so unfair hier. Naja, DK. Und ein paar Leben und Bananen und alles hier. Ja, 22%. Oh Mann, entweder ich habe eine Menge übersehen oder ich habe erst ein Fünftel des Spiels. Das heißt 10... Okay, das heißt 10 Parts werde ich in diesem Let's Play brauchen. Wenn es so weitergeht. Okay. Was? Okay. Und so ein Pustefisch. Was ist das? Eine Qualle oder so. Nein! Wow. Das ist ja widerlich. Dass die sich hinter den Säulen verstecken. Okay. Einfach alle Secrets ignorieren. Weil tatsächlich ist diese komische Steuerung wahrscheinlich der Grund, warum ich das Spiel doch nicht No-Death machen werde. Schauen wir mal, je nachdem, ob ich Lust habe. Nein. Weil die Steuerung ist... Vor allem die Schwimmsteuerung ist sogar noch schlimmer. Ich drück doch nicht mal in eine Richtung und der geht ab wie eine Rakete. Als ob irgendwie eine heiße Affendame auf ihm wartet. So Candy Kong oder so. Dann stürmt Donkey dahin so... Und auf einmal wartet Winkly Kong auf ihn. Und dann so... Nein! Hat er dann Pech gehabt, der dicke Donkey. Okay, ich glaube, ich guck gar nicht erst nach unten. Die applaudieren mir schon alle. Nein, nein. Nein! Wow, 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 ja. Sack nach unten, du. Was auch immer du bist. Qualle. Ich glaube nicht, sieht irgendwie aus wie eine Kastanie, so eine geöffnete. So eine halb geöffnete. Aber was macht eine Kastanie... Wow, das war knapp. Was macht eine Kastanie unter Wasser, vor allem? So. Ich weiß gar nicht, wie lang die Parts von Coley waren. Ich glaube, ich bin dumm. Aber ich glaube, der hat kürzere Parts gemacht als ich hier. Gucken wir erstmal. Ja! Perfekt! Ich habe zwar keinen Kong, aber egal. Noch Wasserlevel. Gut, aber ich werde jetzt hier erstmal einen Schnitt machen. Das war Donkey Kong Land 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!